Herzlich willkommen zur nächsten Folge Rede mal ordentlich, Frau Plath. Und diesmal muss ich euch tatsächlich darauf hinweisen, ihr müsst die letzte Folge gucken, weil wir sind mittendrin und gerade hatte ich nur noch 2 Minuten und da musste ich einfach aufhören zu sabbeln. Jetzt geht's weiter, nämlich mit der Statuslehre. Und wenn ihr die Folge davor noch nicht gesehen habt, guckt sie euch jetzt lieber an, weil ich mache jetzt einfach weiter. Ich hatte über Status gesprochen und erstmal über gesellschaftlichen Status und dann über den natürlichen Status, unsere Statuskomfortzone und dann über das Ziel, unseren Status, die dritte Form, das Ziel, dass wir unseren Status bewusst einsetzen. Und das klingt immer erstmal nach Manipulation, ist aber hier gar nicht so gemeint, sondern im Sinne von, macht euch klar, wo eure Statuskomfortzone ist und versucht sie weiträumig zu erweitern. Im Sinne der übergeordneten Aufgabe. Das heißt, wenn euch Menschen begegnen und die sind auf unterschiedlichen Status, die sind auf unterschiedlichen Positionen der Statusskala, dann braucht es einen Menschen, der sich nicht um den eigenen Status sorgt und die Menschen überall erreichen und anspielen kann, damit eine Kommunikation auf Augenhöhe entsteht. Das war die kleine Einleitung und jetzt geht's so richtig nochmal zur Sache. Natürlich hat es keinen Zweck, einfach nur die äußere Fassade zu trainieren, also unser Statusverhalten. Natürlich könnt ihr Distanz senden durch bestimmte Körpersprache und durch den Umgang mit Zeit und Raum. Und das könnt ihr auch über Nähe machen und dann auch alle Facetten auf der Statusskala erproben und es auch schaffen, Distanz oder Nähe zu senden. Aber das alleine reicht nicht. Wichtig ist natürlich, dass ihr eure innere Haltung hinterfragt. Und um das jetzt zu sensibilisieren, stelle ich euch die 4 Typen vor mit kleinen Erweiterungen, die das Ganze jetzt nochmal erfahren hat. Und zwar, ihr wisst es schon, ich sage jetzt erstmal vorweg, ich werde jetzt 4 Statustypen vorstellen und selbstverständlich gibt es nicht nur diese 4 Typen, es gibt ja nicht nur 4 verschiedene Sorten von Menschen. Ich tue das deswegen, weil es als Orientierung wichtig ist, erstmal von diesen 4 Typen auszugehen und dann diese Typen auch wieder zu verlassen. Aber um überhaupt erstmal etwas Grundsätzliches zu verstehen, ist es total gut, die Sache erstmal zu vereinfachen. Und natürlich sind diese 4 Typen alles Repräsentationen unserer selbst. Also wir haben alle diese 4 Typen in bestimmten Situationen in uns. Manchmal kommt halt der eine Typus zum Vorschein, manchmal der andere. Ihr könnt euch denken, dass ihr bei einem Familienfest zu Hause euch anders verhaltet als vielleicht in eurem professionellen Kontext oder abends mit Freunden. Da habt ihr ja auch ein Repertoire. Aber ich werde das jetzt erstmal vorstellen und ich entschuldige mich vorweg für die Vereinfachung. Ihr erinnert euch, dass ich ursprünglich den Begriff für den ersten Typen Rampensau gesetzt hatte. Das ersetze ich jetzt inzwischen, auch wenn ich den Begriff nicht ganz und gar verlassen möchte, weil die Assoziation mit diesem Wort schon das Richtige auslöst. Wichtig ist mir jetzt erstmal zu sagen, dass dieser erste Typus innen hoch und außen hoch agiert. Ich möchte aber den Begriff jetzt eher durch den hier ersetzen. Beim ersten Typus haben wir es quasi mit dem klassischen Löwen bzw. auch Pfau zu tun, weil Pfauen ein bisschen mit Eitelkeit assoziiert sind, aber im Wesentlichen der Löwe. Weil wenn ihr das jetzt einmal euch unter den Koordinaten der Statuslehre überlegt, dann ist ein Löwe, der jetzt brüllt, auf jeden Fall ein Tier, das Respekt und Distanz erzeugt. Und da wollen wir uns jetzt nicht unbedingt anlegen. Da kommt jetzt auch nicht unbedingt die ganz große Nähe zustande. Und das ist der wesentliche Aspekt. Wenn ihr jetzt an Menschen denkt, die innen hoch und außen hoch sind, dann sind das Menschen, die von sich selbst überzeugt sind, die davon ausgehen, dass andere das richtig finden, was sie machen, die aber wenig Empathie mit anderen Menschen haben und die sich auch selten vorstellen können, was bei den anderen Menschen so vor sich geht. Dadurch haben die aber freie Fahrt für ihre eigenen Pläne und wie gesagt, ohne das jetzt in irgendeiner Form werten zu wollen, es ist nämlich tatsächlich auch so, dass wir das manchmal auch als angenehm empfinden, dass jemand die Führung zum Beispiel übernimmt und einfach ganz klare Ansagen macht und jemand kümmert sich halt im Sinne von, so läuft's, das wird jetzt gemacht und ja, basta. Das ist übrigens, ihr wisst, an wen ich denke, aber das wäre jetzt tatsächlich eine Rampensau, fällt mir gerade auf.
Genau. Jemand, wo ihr, wenn ihr mit jemandem am Tisch sitzt oder mit mehreren Menschen am Tisch sitzt, da müsstet ihr euch überwinden, wahrscheinlich zu widersprechen, weil ihr letztendlich da eher ins Folgen geratet. Und da sind wir dann schon bei unserem interessanten Thema. In der Schule wären das eher so die strengen Lehrer oder die wir als streng bezeichnen, bei denen aber wenig emotionale Nähe entsteht. Und das ist von der Skala her auch ganz klar zu erklären, weil auf der einen Seite ist ja hoch, tief, hier entsteht Distanz und Respekt und hier entsteht Nähe und Sympathie. So, und erster Typus ist ganz klar hier und ist innen hoch, verfügt über ein hohes Selbstwertgefühl. So, dann kommen wir jetzt. Oder ich füge noch etwas hinzu. Erster Typus genießt übrigens einen Konflikt als Machtspiel. Das werden wir auch gleich noch sehen. Also wenn es zum Beispiel Kontra gibt, fühlt sich die Rampensau erst richtig wohl. Also da gibt es halt das Harmoniebedürfnis nicht so sehr. Und wir haben auch eine Skala, die ich euch noch kurz zeigen möchte. Denn natürlich ist auch bei diesen Statustypen sind natürlich auch viele Facetten. Das ist natürlich nicht eine in Stein gemeißelte Geschichte, sondern Facetten. Und wir haben die Hochstatusskala bei dem Typus 1. Auf der einen Seite haben wir Distanz und Respekt und das kann aber eben leider gehen bis zu Kälte und Grausamkeit. Und ich möchte euch noch ein schönes Filmbeispiel nennen für den ersten Statustypen. Denkt an Meryl Streep in Der Teufel trägt Prada. Da haben wir eine klassische Löwin. Und da merkt ihr jetzt auch, ohne Wertung, das kann ja auch ganz geil sein. Genau. Und wichtig müssen wir aber nur wissen, wenn wir jetzt über Führung sprechen, dass über äußeren Hochstatus keine Nähe, da kommt wieder jemand ins Eck, ja? Keine Nähe gezeigt wird. Und darüber, dass ich im Grunde genommen jetzt steuere, denk mal an Meryl Streep, wenn sie irgendwie, also alle wollen es ihr Recht machen und sie lobt und tadelt und die Menschen, die es irgendwie ihr Recht machen, sind bei ihr hoch im Status angesehen und die es ihr nicht Recht machen, nicht. Und damit habt ihr dieses typische Setting, was eben halt auch durch Noten entsteht. Wir richten uns dann nach der Erwartung dieser einen Person aus und dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass eben halt ganz vieles auch gar nicht sichtbar wird und wegbricht. So, dann kommen wir zum zweiten Typus und den kanntet ihr noch als der Kläffer. Das wäre eine innere Tiefstatushaltung, die aber nach außen hoch kompensiert wird. Also ein geringes Selbstwertgefühl. Ich würde das auch beschreiben als Opferhaltung. Jedes Mal, wenn wir uns leid tun, also wenn wir so ein bisschen mi sind und die anderen haben ja auch und ich habe jetzt mich so doll angestrengt und jetzt wurde ich immer noch nicht und die sehen das ja gar nicht, dann sind wir in einer inneren Opferhaltung und das ist eine innere Tiefstatushaltung. Da gibt es aber auch noch viele Annäherungen, durch die ihr euch das vorstellen könnt. Und da habe ich jetzt diesen kleinen kläffenden Hund als Bild, weil das auch immer eine schöne Abkürzung ins Gehirn ist. Und das Problem des kläffenden Hundes als zweiten Statustyp ist eben, dass der kläffende Hund nach außen bellt, sehr laut, aber wir sehen, dass er nur ganz klein ist und nicht viel ausrichten kann. Und deswegen ist der Kläffer, also als zweiter Statustyp, eine tragische Figur, weil wenn wir jetzt wieder auf die Koordinaten gehen, der Kläffer erzeugt weder Respekt, also Distanz schon, aber keinen Respekt, noch Sympathie. Und das ist das Drama des Kläffers, weil nämlich der Kläffer eigentlich natürlich unbedingt geliebt werden möchte. Die innere Tiefstatushaltung, also diese Opferhaltung, dahinter steht eigentlich, ich möchte, dass ihr mich alle seht und ich möchte eigentlich Anerkennung. Und ich mache doch alles. Und wenn jetzt der Kläffer nach außen tief spielen würde, dann wäre er sympathisch und dann würde er Anerkennung erhalten. Aber er macht einen auf Hilfs-Sheriff und insofern funktioniert das nicht. Und ich möchte, dass ihr mir jetzt verzeiht, dass ich da jetzt R eingesetzt habe. Da beziehe ich mich jetzt aber eben auf den kläffenden Hund. Deswegen der, ich weiß, dass ich auch Klefferin sein kann, sehr oft auch. Jedes Mal halt, wenn wir uns selbst bemitleiden, dann sind wir letztendlich Klefferin. So sieht's aus. Und leider, wenn wir in die Kläfferrolle rutschen, dann verschärfen wir den Konflikt. Wir erinnern uns jetzt mal ganz kurz, der erste Statustyp, der Löwe, genießt den Konflikt als Machtspiel und hält das locker aus. Und der Kläffer verschärft den Konflikt. Da geht es in Richtung Eskalation. Gut, wir kommen zum dritten Typus.
Der dritte Typus, den kennt ihr noch als Teamplayer. Das ist eine innere Tiefstatushaltung und äußere Tiefstatushaltung. Und das ist der beliebteste Typus unter den Vieren letztendlich. Und dafür habe ich jetzt auch ein schönes Tier ausgewählt. Und ihr seht es jetzt hier, das Erdmännchen. Und ja, das Erdmännchen. Wir lieben das Erdmännchen. Und auch hier wieder als Tier, das Tier heißt Erdmännchen. Ich könnte jetzt auch Erdfrauchen sagen, aber es ist eben halt jetzt eher die Bezeichnung für das Tier. Und ihr wisst schon, was das vielleicht bei euch auslöst. Große Sympathie. Dieser Statustyp ist sehr empathisch, ist immer bei den anderen und auch sehr beliebt. Und wenn wir jetzt diese Statusskala wieder nehmen, Erdmännchen in Anführungsstrichen erzeugen große Nähe und Sympathie. Aber, und das ist die Schattenseite, führen halt nicht. Das heißt, wenn schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen, wo Verantwortung übernommen werden muss, schaffen das die Erdmännchen nicht, weil sie bei allen sind und weil sie dann feststellen, oh, alle wollen was Verschiedenes und es nicht schaffen, im Grunde genommen Verantwortung zu übernehmen und dann auszuhalten, dass irgendwo eine Ungerechtigkeit entsteht. Und wenn ihr euch das jetzt im Kontext Schule vorstellt, dann wisst ihr auch bestimmt, was ich meine. Das ist immer dann, wenn wir die Kontrolle verlieren, also die Verantwortung letztendlich auch abgeben, weil wir beliebt sein wollen oder weil wir geliebt werden wollen und weil wir zu sehr bei den anderen sind. Und ja, große Überraschung, der Lehrerberuf oder Lehrerinnenberuf ist ein Führungsberuf. Große Überraschung. Und interessanterweise führen, also Führung wird nur von drei Typen übernommen. Der erste Typ, also die Rampensau, Meryl Streep. Der zweite Typus, leider, wir haben da ein berühmtes Beispiel in Amerika. Ihr wisst, was ich meine, und es gab ja auch eine ganz große, schöne Verarschung von Charlie Chaplin damals auf, also ihr kennt den Film Der große Diktator, da hat Charlie Chaplin Hitler als clever dargestellt. Das heißt, wir haben auch hier einen Führungstypen. Ja, und beim Teamplayer haben wir halt keinen Führungstypen. Teamplayer, Erdmännchen, übernehmen keine Führung, sondern sie sind quasi diejenigen, die ein wohliges Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Und wenn wir jetzt mal an die Pädagogik denken, das war ein ganz großes Ziel der Pädagogik, dass wir auf Augenhöhe gehen, dass es um Beziehung gehen muss und dass wir ja, warme Räume erzeugen, in denen alles möglich wird. Dabei ist aber aus meiner Sicht der Aspekt der Führung verloren gegangen. Und das habe ich ja auch am eigenen Leib erlebt, dass das über nur diese Bilder, dieser Pädagogik alleine nicht ausreicht, wenn wir nicht den Aspekt der Führung dazu nehmen. Und der fehlt beim Erdmännchen. Deswegen ist das auch letztendlich kein Führungstyp. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten Typus. Und das ist eben halt quasi das Ziel, wo wir hinwollen. Und ich habe noch was vergessen, weil die Karte habe ich jetzt hier übersehen. Einen Moment. Genau, zum Konflikt nämlich. Das Erdmännchen meidet den Konflikt, beziehungsweise Teamplayer meidet den Konflikt. Wir wissen das bei uns selber. Wenn eine kritische Situation ist, gehen wir dann jetzt mitten rein oder gehen wir lieber leise raus? Oder reden wir einfach so, dass das alles runtergedrückt wird? Gut, und jetzt kommen wir zum letzten Typen und da habe ich am meisten das Problem gehabt mit der Bezeichnung. Da hatte ich die Bezeichnung Gesetz der Charismatiker beziehungsweise die Charismatikerin und damit war ich nie ganz zufrieden, weil viele Leute dann denken, ja, oder die Assoziation an charismatische Menschen, da wird immer gleich mitgedacht, dass die so geboren wurden. Und genau das meine ich ja eben nicht, sondern ich glaube, dass es einen Weg dahin gibt. Trotzdem nochmal der alte Begriff, weil ihr daran gewöhnt seid noch. Dieser Statustyp basiert auf einer inneren Hochstatushaltung und agiert nach außen zu 90% tief. Kann aber auch hoch. Und der Unterschied ist jetzt letztendlich, und da habe ich das Tier jetzt, die Schildkröte gesetzt, weil die Schildkröte auf Zeit spielt und weil die Assoziationen, die ihr mit sozusagen dem kulturellen Kapital der Schildkröte habt, oft in die richtige Richtung führen, siehe Momo und so weiter. Auch das ist natürlich nicht ganz perfekt und macht jetzt euch nicht an den Begriffen fest, sondern nehmt sie als Repräsentation des vierten Statustyps oder überhaupt dieser vier Statustypen und bleibt aber offen und beweglich darin.
der große Unterschied zwischen dem vierten Typus, also zwischen der Schildkröte und dem Erdmännchen, ist der der inneren Haltung. Das Erdmännchen ist innen tief, hält nicht viel von sich selbst, verfügt über ein geringes Selbstwertgefühl und ist auch häufig in der Opferhaltung. Und die Schildkröte ist innen hoch, das heißt, hat einen höheren Selbstwert, ist aber vor allem bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und auch hier muss ich wieder sagen, höherer Selbstwert, das ist ein Ziel, an dem wir arbeiten können. Es ist kein symbolisches Kapital im Sinne von, das haben wir einfach so, sondern wir müssen darum kämpfen. Und dennoch, wenn wir bei symbolischem Kapital sind, manche Menschen haben Vorteile, was eine innere Hochstatushaltung angeht, durch das, was sie im Verlauf ihrer Lebensgeschichte an Vorteilen mitbekommen haben. Das müsste man an dieser Stelle natürlich auch erwähnen. Und die Schildkröte agiert auf ein höheres Ziel bezogen und stellt sich in den Dienst vor allem einer größeren Aufgabe. Und das heißt, die Schildkröte möchte nicht beliebt sein. Die Schildkröte handelt nicht deswegen, weil sie in Harmonie mit anderen sein will, sondern weil sie natürlich diese Augenhöhe herstellen möchte und weil sie tatsächlich neugierig ist auf die wirkliche Begegnung und auch um das Risiko weiß, um das Risiko der Erschütterung einer wirklich menschlichen Begegnung. Aber die Schildkröte ist dann nicht überrascht und bricht zusammen, wie vielleicht dann das Erdmännchen, sondern die Schildkröte hält die Stürme aus und kommt immer wieder. Und sie ist nicht besorgt um ihren Status, das heißt, sie ist nicht, sie ist nicht tot zu kriegen, sie kommt immer wieder. Und sie weiß, es gilt etwas Größeres zu erreichen. Und das ist jetzt keine große Überraschung. Die Schildkröte, also der vierte Statustyp, löst den Konflikt. Und zwar deswegen, weil die Schildkröte eine menschliche Beziehung auf Augenhöhe herstellen kann. Und zwar sowohl mit der Rampensau, als auch mit dem Kläffer, als auch mit dem Teamplayer. Weil sie dahin gehen kann auf der Statusskala, wo sich die anderen befinden. Und das geht nur auf der Basis einer inneren Hochstatushaltung. Und was diese innere Hochstatushaltung eigentlich überhaupt bedeutet, das erzähle ich euch in der nächsten Folge und freue mich schon drauf, denn da habe ich jetzt auch einiges rausgefunden. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns in der nächsten Folge.